nicht allzu viel Geld. Aber es zeigt eben auch ein bisschen was. Und dann gibt es natürlich auch, dass die meisten ja auch nicht nach Resolution und Wut entbrannt. Die sogenannte Frauenfrage, also die Diskriminierung. Wir leben ja zurzeit in unruhigen Zeiten und ich denke, also zumindest bei meiner Generation habe ich das jetzt festgestellt, also ich bin 29 Jahre alt, dass es da schon ein gewisses Bedürfnis danach gibt, mit diesen Felsen, wo Jesus eben zu Petrus sagt, dass du der Felsen sein wirst. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe der katholischen Kirche. Grenzung bei Frau Köttner. Genau, ja, also also nur um das auf den Punkt zu bringen, Sie sind nach wie vor der Meinung, dass die katholische Kirche homosexuell ist. Ich wollte Anrufer, das ehrlich spricht, auch für den Glauben. Ich möchte gerne da nur etwas zu anfügen, denn so wie ihr sagt, die wahren Probleme gerade der jüngeren Generation, wem sollen wir gehen? Ja, du hast Worte ewigen Lebens und ich sage, so ist es. Das ist die Zukunft. Lässt sich kaum sehen. Es ist halt hin und wieder, schaut sie gleich mal ein bisschen durch, aber die Temperaturen klettern glücklicherweise noch ein kleines bisschen. Wir liegen dann so bei Höchstwerten um 19 Grad. Gut, kann man aushalten.